Hallo, liebe Freunde von Steffenspiele. Heute wollen wir euch die erste unserer drei Neuheiten präsentieren: Palawan von Nick Neuwahl. Was ist drin in der Box? Wir öffnen sie und sehen, es gibt 16 große Pappkärtchen, auf denen immer Wasser- und Landabschnitte zu sehen sind und 5 kleine blaue Holzscheiben. Die blauen Holzscheiben brauchen wir für die Zwei-Personen-Variante des Spiels, weil das Spiel ist von seinem Ursprung her eigentlich ein Solitärspiel, also für einen Spieler. Aber der Autor hat auch noch eine Zwei-Personen-Regel dazu geliefert, die wir euch gleich im Anschluss erklären. Zunächst mal, um was geht es? Wir haben hier 16 Kärtchen und unsere Aufgabe ist es, diese 16 Kärtchen zu einem Quadrat zusammenzufügen aus 4x4 Kärtchen, und das Aneinanderlegen der Kärtchen erfolgt unter bestimmten Bedingungen. Wie ihr seht, es gibt auf jeder Karte Land- und Wasserabschnitte und wir müssen immer die Kärtchen so aneinanderfügen, dass Land an Land und Wasser an Wasser stößt. Also das hier wäre korrekt. Und wir versuchen eben, möglichst alle unsere Kärtchen unterzubekommen. So, das alles ist noch korrekt. Wir können jetzt hier, das würde nicht passen, aber wenn wir das so rumdrehen, passt es. Je mehr wir gelegt haben, desto schwieriger wird natürlich auch die Aufgabe. Hier könnten wir noch diese kleine Insel anbringen. Wichtig ist, dass wir jetzt auch, wenn wir einmal die Ausdehnung erreicht haben, 4, können wir nicht weiterbauen. Also in dieser Richtung haben wir schon das Feld komplett belegt. Dann können wir noch in die andere Richtung weiterbauen. Wir können jetzt zum Beispiel hier hinbauen. Jetzt ist die Ausdehnung des Feldes komplett. Das würde noch hierhin passen. Und das würde tatsächlich auch noch hier reinpassen. Wir müssen eben versuchen, alle diese unterzubringen, was ab einem bestimmten Zeitpunkt natürlich schwierig wird. Diese Sache ist nicht möglich. Das hier wäre noch möglich. Das hier wäre noch möglich. Es gibt auch eine komplette freie Wasserfläche, die könnte man natürlich hier einfügen. So, jetzt wird es natürlich eng. Das hier könnte hier noch reinpassen, aber diese letzte Platte würde sich hier nicht mehr einfügen. Das heißt, jetzt habe ich mein erstes kleines Problem. Soweit ist alles korrekt, aber die letzte kriege ich nicht mehr rein. Und das Ziel ist ja, alle Platten unterzubekommen. Wie ihr seht, geht es relativ einfach, sie irgendwie zusammenzufügen. Und es gibt tatsächlich auch für den Lösungsweg drei verschiedene Schwierigkeitsgraden. Das, was ich eben erreicht habe, beinahe, ist eine relativ einfache Lösung. Aber wir sehen, es gibt getrennte Wasserflächen und auch getrennte Landflächen. Wenn das jetzt hier irgendwie reinpassen würde, würden wir sagen, hier gibt es Land und hier gibt es Land. Also, es ist zwar korrekt, aber es ist nicht besonders anspruchsvoll. Die nächste schwierigere Variante zeigen wir euch gleich am nächsten Beispiel. So, inzwischen haben wir auch die zweite Lösung aufgebaut. Hier ein Blick darauf. Wir sehen, das ist jetzt eine korrekte Lösung der mittleren Schwierigkeit. Es ist zwar alles korrekt verbunden, aber es gibt eine getrennte Wasserfläche hier und eine getrennte Wasserfläche da. Aber es hängt zusammen alles, was Landanteile hat. So, das ist schon mal eine bisschen schwieriger zu erreichende Situation. Deswegen habe ich jetzt hier auch in diesem Heftchen gespickt und das nachgebaut. Und jetzt bauen wir die dritte, die schwerste von allen Möglichkeiten auf. Und hier kommt der Königsweg. Wir haben hier jetzt das schwierigste Szenario aufgebaut. Die gesamte Landfläche hängt zusammen und die gesamte Wasserfläche hängt zusammen. Für diese Lösung, für diesen Lösungsweg gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, aber die zu finden bedeutet schon eine ordentliche Puzzlei. So, jetzt zeigen wir euch, wie wir mit Palawan auch mit zwei Personen spielen können. Dafür brauchen wir nach wie vor die 16 Inselkarten und 5 blaue Scheiben. Spielvorbereitung ist folgende: Wir drehen alle Kärtchen um. Die Kärtchen werden gut gemischt. Und jeder von uns nimmt sich genau die Hälfte, 8 Kärtchen. 2, 4, 6, 8. Die Kärtchen werden offen gelegt, also jeder dreht seine Reihe so um, dass der andere sie auch sehen kann und ich selber sie natürlich sehen kann. Und unser Ziel ist wieder, aus diesen Kärtchen eine Insellandschaft zusammenzubauen, aber diesmal ist es kein Solitärspiel, sondern ein Konkurrenzspiel. Das heißt, ich möchte alle meine Platten unterbekommen und möglichst verhindern, dass sie alle ihre Platten unterbekommt.
Wir sagen mal, sie fängt an und legt eine von ihren Platten in die Mitte des Spielfelds. Jetzt geht es genau nach den bekannten Regeln weiter. Ich nehme auch eine meiner Platten und füge sie so an, dass wieder die Regeln erfüllt sind. Also Land muss an Land, Wasser muss an Wasser stoßen. Und am Anfang, was am Anfang noch relativ einfach ist, entwickelt sich dann nach und nach zu ein bisschen einem schwierigeren Szenario. Und ich, im Idealfall kann ich natürlich sehen, vielleicht ich lasse eine Situation entstehen, in der ich noch eine Karte habe, die da reinpasst, aber meine Mitspielerin keine mehr, die da reinpasst. Wobei, da habe ich mir jetzt selber eine Falle gestellt, die geht nicht rein. Doch, die geht zum Beispiel hier rein, die könnte ich mir jetzt aufheben. Ich hebe die mir auf, merke, okay, die passt hier rein, da kriegt sie nichts runter. Jetzt dehne ich das Spielfeld gleich mal auf 4x4 aus, so dann weiß ich, hier unten kann nichts mehr weiter wachsen. Kann ich noch diesen hier anbringen. Noch können wir auch in diese Richtung weiter wachsen. Das würde hier hinpassen. Das würde hier hinpassen. Der passt hier nicht mehr. Jetzt habe ich schon ein kleines Problem. Aber ich könnte das noch machen hier. Das ist ein bisschen gemein, weil hier ist es schwierig, was unterzukriegen. Ich kann meine nicht mehr unterbringen. Sie bekommt ihre Platte nicht mehr unter. Ich habe mir diese Stelle quasi schon wie vorher reserviert. Das kann ich noch einfügen. Damit habe ich alle meine Platten unterbekommen und sie eine nicht unterbekommen. Diese Runde habe ich gewonnen. Ich bekomme jetzt einen von diesen blauen Scheiben. Und so geht das Spiel weiter. Wir spielen so lange, bis ein Spieler drei blaue Scheiben bekommt. Und dann steht der Gewinner des Inselwettstreits fest. Das war Palawan für zwei Personen.